Osman bin Affan, er war einer der besten und gewaltigsten Sahaba. Und er war der dritte Khalif in der islamischen Geschichte. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir werden heute bi'idhnillah ta'ala fortfahren mit unserer wunderschönen Unterrichtsreihe, und zwar die Geschichten der Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Und wie wir schon bereits in den vorigen Unterrichtsserien erläutert haben, sind sie die besten aller Menschen. Allah Azza wa Jal, er hat ihnen das Zeugnis gegeben, dass sie zu den besten Menschen gehören, indem er in seinem unverfälschten Koran Subhana wa Ta'ala sagt, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ihr seid die beste Gemeinde, die für diese Menschen hervorgekommen sind. Ihr seid die beste Gemeinde von allen Gemeinden. Von allen Gemeinden, ihr Muslime. Allah Azza wa Jal hat sie gelobt. Warum? Weil er sie auch zu den besten Menschen gemacht hat. Und niemand anderes hat sie gelobt, außer Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derjenige, der die Sahaba verschmäht, derjenige, der die Sahaba beschimpft, derjenige, der den Sahaban etwas Übles vorwirft, er ist nicht zufrieden mit dem, was Allah Azza wa Jal über diese edlen Gefährten gesagt hat. Und jeder wird am Tage der Auferstehung vor Allah, seinem Herrn, der Weltenbewohner stehen, und er muss Rechenschaft ablegen, warum er nicht mit den Worten Allah Subhanahu wa Ta'ala zufrieden war. Wallahi, leider gibt es Menschen, die diese gewaltigen Sahaba verschmähen und sie beschimpfen, mehr noch sie als Kuffar bezeichnen. Möge Allah Azza wa Jal diesen Menschen geben, was sie verdienen, denn sie widersetzen sich Allah und seinem Gesandten, denn Allah lobte sie mit diesen Worten. Ihr seid die beste Gemeinde, die aus allen anderen Gemeinden hervorgetreten ist. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die Besten sind in meiner Gemeinde und die dann darauf folgende und die darauf folgende. Ein Lob von Allah und seinem Gesandten. Wer nicht damit zufrieden ist, ist auch nicht mit der Religion des Islam zufrieden. Möge Allah Azza wa Jal uns bewahren. Liebe Geschwister, wir sollten verstehen, was es bedeutet, zu den besten Menschen zu gehören. Denn derjenige, der ein reiner, ein tugendhafter, ein Allah-liebender ist, wallahi, er möchte zu den besten Menschen gehören. Denn er weiß genau, dass das der Weg der Tugendhaften war. Und Allah hat diese Menschen deswegen geehrt, weil sie auch ein bestimmtes Leben gelebt haben. Und wer dieses Leben nachlebt, so gut er kann, wir werden niemals wie die Sahaba sein, seid euch sicher. Wir werden niemals wie Abu Bakr und wie Umar und wie die anderen geehrten Sahaba sein. Das wissen wir. Aber schaut, wenn wir sie lieben und unser Bestes versuchen, können wir trotzdem am Tage der Auferstehung mit ihnen versammelt werden. Möge Allah Azza wa Jal uns diese Gunst geben. Wallahi, wir wissen, dass wir niemals so werden wie diese edlen Gefährten. Allah hat sie nämlich ausgewählt, damit sie den Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begleiten. Aber wir brauchen auch nicht rumzuträumen. Es reicht, dass du dein Allerbestes gibst, um diesen Weg der Tugendhaften zu bestreiten. Aber wisse auch gleichzeitig, dass dieser Weg kein leichter Weg ist. Aber zum Schluss hast du den Erfolg. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ. Wahrlich diejenigen, die an Allah glauben und die guten Werke machen, das sind die besten aller Geschöpfe. Allahu Akbar. Die besten aller Geschöpfe. Was hindert so eine Person, in das Paradies einzugehen? Nur der Tod. Nur der Tod. Wenn der Tod kommt, dann wird so eine Person in das Paradies gehen. Aber Allah hat auch die anderen Menschen bezeichnet. Wal'iyadu billah. Die verstehen, dass diese Religion die Wahrheit ist. Die verstehen, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala anbeten müssen und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen müssen.
aber sie tun es dennoch nicht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمْ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ. Wahrlich diejenigen, die Kuffar sind von den Leuten der Schrift, den Juden und Christen. Sie werden in ein heißes Feuer, Jahannam, eingehen und das sind die schlechtesten aller Geschöpfe. Wähle aus. Allah zeigt dir immer zwei Wege vor. Einen guten für die Tugendhaften und einen, wal'iyadu billah, für die Erniedrigten. Und das Höllenfeuer, wallahi, das solltest du wissen, lieber Bruder und liebe Schwester, das ist kein Zuckerschlecken. Und das ist kein Ort, wo man sich ausruhen kann. Oder wo die Strafe gering ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte einmal zu Jibril, ja Jibril, ich sehe Mikael, den gewaltigen Engel. Ich sehe Mikael niemals lachen. Was ist los mit ihm, dass er nicht lacht? Daraufhin sagte Jibril alaihi salam, als Mikael das Höllenfeuer gesehen hat, hat er aufgehört zu lachen. Seitdem hat er nie wieder gelacht. Seitdem hat er nie wieder gelacht. Aber schaut, subhanallah, wie leicht wir diese Angelegenheit nehmen. Ja, manche, man hört sie sagen, im Höllenfeuer ist mehr los. Da treffen wir Leute, die cool sind. Okay, dann spring cool um die Wette dort. Ist 99 Mal heißer als das Feuer hier, da kannst du genug rumspringen. Und dann werden wir sehen, ob jemand dieses aushalten kann oder nicht. Und bei Allah, niemand kann dieses Höllenfeuer aushalten, aber er muss es aushalten. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, der Tod kommt von allen Seiten zu dieser Person, zu dem Höllenbewohner, aber er stirbt. Er stirbt nicht. Stell dir vor, du kriegst eine Strafe. Manchmal hast du das Gefühl, du wirst gleich sterben aufgrund eines Ereignisses, was in deinem Leben passiert ist. Und du fühlst eine Qual. Du fühlst, dass dich irgendetwas richtig bedrückt. Du denkst, der Tod ist da. Und so musst du dir vorstellen, jede Situation im Höllenfeuer bringt den Tod mit sich. Jede Strafe bringt den Tod mit sich. Aber man wird nicht sterben. Möge Allah Azza wa Jal uns an so einem gewaltigen Tag Sicherheit geben. Die Geschichte heute von unserem bekannten und geliebten und geehrten Sahabi Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa arda. Liebe Geschwister, Uthman ibn Affan, er war einer der besten und gewaltigsten Sahab. Und er war der dritte Khalif in der islamischen Geschichte. Und sogar wurde er Dhu Nurayn genannt. Warum? Weil er hat zwei Töchter vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geheiratet. Nicht gleichzeitig. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er gab ihm zwei seiner Töchter. Ihr müsst mal überlegen, welche Persönlichkeit muss dieser Mann gehabt haben, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn mit zwei Töchtern verheiratet hat. Allahu Akbar. Was muss das für ein Mensch gewesen sein? Denn wahrlich, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hätte niemals irgendeinen Mann für seine Tochter akzeptiert, liebe Geschwister. Wallahi, er hätte niemals irgendeinen Mann für seine Tochter akzeptiert, aber Uthman ibn Affan heiratete gleich zwei Töchter vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Was war das für ein Mann? Was war das für eine Persönlichkeit, liebe Geschwister? Wer war dieser Mann Uthman? Noch mehr, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte über ihn, لو كان عندنا ثلاثة لزوجناها عثمان. Wenn wir noch eine dritte Tochter hätten, wir hätten sie Uthman zur Frau gegeben. Allahu Akbar. Schaut, liebe Geschwister, es kann sein, dass du vielleicht eine Tochter heiratest und dann sieht man dein wahres Gesicht. Und dann sagt der Prophet, nee, eine Tochter habe ich diesem Mann schon gegeben, die nächste wird er nicht bekommen, denn ich habe gesehen, wie er gewesen ist. Aber nein, er heiratete eine Tochter, sie starb und sie liebte Uthman. Und dann heiratete er die andere Tochter, ebenfalls vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und sie starb und sie liebte Uthman radiallahu an. Und noch mehr, der Prophet sallam war auch bereit, ihn eine dritte zu geben, wenn es der Fall gegeben hätte. Subhanallah, liebe Geschwister. Welcher großartige Sahabi war dieser gewesen? Wer sagt mir, mit welchen Töchtern war Uthman radiallahu an verheiratet? Vom Propheten sallam. Sind ja nicht so viele. Wie viele Töchter hatte der Prophet sallam? Na? Arba. Na? Tazawaj min man?
genau, und Rukai. Richtig. Mit diesen beiden Töchtern war Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa arda verheiratet. Er war, und das reimt sich in der arabischen Sprache, man sagt, Jami'ul Quran Uthman ibn Affan. Er war der Sammler des Koran, Uthman ibn Affan. Und der gesamte Lohn, dass wir heute rund um die Uhr, 24 Stunden, Millionen von Menschen, Tag und Nacht, im Sommer und im Winter, in schlechten und in guten Zeiten den Koran lesen, all dieser Lohn ist in Uthman ibn Affans Lohnbuch. Er sammelte den Koran, liebe Geschwister, er sammelte den Koran, so dass wir heute, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, und Allah, er ist über alles der Wächter. Wir haben den Koran in der Hand. Früher war der Koran nicht so, wie wir ihn jetzt in den Händen halten. Ihr wisst, auf was der Koran alles geschrieben wurde. In der Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man schrieb den Koran auf Blätter. Man schrieb den Koran auf Knochen. Man schrieb den Koran auf alles Mögliche. Auf alles Mögliche wurde der Koran geschrieben, weil zu diesem Zeitpunkt war er noch nicht als vollständiges Buch, aber subhanallah, Allah legt die Gnaden, in welches Volk er auch immer will. Er hat diesen Koran vollständig gemacht für die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und noch mehr, Allah schützt diesen Koran. Niemand ist in der Lage, ihn zu fälschen. Subhanallah, es gab damals Irregehende, wal'iyadu billah, und wer kann es anders sein als diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Buch verflucht hat. Ihr wisst alle, von wem wir reden. Sie haben versucht, etwas Gleichartiges wie den Koran auf den Markt zu bringen. Und sie haben es Al-Furqan genannt. Darin waren 77 Suar, so haben sie es genannt. Wie schändlich sind ihre Suar und wie geehrt sind die Suar von Allah subhanahu wa ta'ala. 77 Sura, sagen sie, besteht dieser Furqan, aber komischerweise war in diesem Furqan keine einzige Ayah über Bani Israel. Subhanallah, schaut mal, wie diese, ich möchte gerne ein Wort, das liegt mir auf der Zunge, aber ich sage es nicht, diese Unterbemittelten, wie sie sich immer selber verraten, indem sie selber zugegeben haben, dass die Ayat über Bani Israel stimmen oder nicht im Koran. Deswegen haben sie sie rausgenommen. Und so waren sie immer gewesen. So waren sie immer gewesen, die, die Allah subhanahu wa ta'ala verflucht hat. Warum? Weil sie dachten immer, sie können Allah austricksen. Aber zum Schluss, schaut mal, sie wurden in der Dunya blamiert und am Tage der Auferstehung wird die Blamage noch viel, viel größer sein. Schaut mal, welche großartige Eigenschaft Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa ardahu hatte. Aisha radiyallahu anha sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er lag einmal in seinem Haus. Er hat sich gemütlich hingelegt. Und seine Oberschenkel waren sichtbar vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sah etwas von seinen Beinen. In diesem Moment kam Abu Bakr rein, radiyallahu anhu wa arda. Er suchte immer den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sah selten, dass Abu Bakr nicht mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen war. Weil er wusste, dass dieser Mann der Mann der Rechtleitung war. Und ich muss diesem Mann nur einfach folgen, dann werde ich das Paradies bekommen. Er wusste das. Abu Bakr kam herein, es wurde ihm gestattet hereinzukommen. Natürlich, die Sahaba haben immer vorher um Erlaubnis gefragt. Nicht wie heute die Menschen, liebe Geschwister. Der kommt rein und macht Sturmklingel bei dir, so wie nicht mal die Polizei klingeln würde. Wo bist du? Und dann schreit er von draußen. Das ist adablos, das ist ohne Benehmen. Und man muss sich hier nicht schämen. Man kann denjenigen sagen, die in deine Wohnung reinkommen wollen, ohne dass du es ihnen vorher erlaubt hast, dass es jetzt ein ungünstiger Zeitpunkt ist. Das ist von deinem Recht. Aber subhanallah, sagt das mal heute einem Araber oder einem Türken oder einem Pakistaner oder jemand anderen, der wird dich für ewig verfluchen. Du hast keine Zeit für mich? Verflucht seist du. Wann warst du mal für mich da? Und einmal von 360 Tagen hast du ihn vielleicht verwendet. So sind diese Leute, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie recht leiten. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an, er bat darum reinzukommen. Und es wurde ihm gestattet. Und dann kam er herein und er sah den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dieser Liegeposition, etwas von seinen Oberschenkeln sichtbar.
Und er ging dann raus. Dann kam Omar herein, radiallahu anhu arda. Und auch Omar sah diese Situation vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie er so da lag, dass er auch etwas von seinen Oberschenkeln gesehen hatte. Dann kam Uthman herein und es wurde ihm gestattet, hereinzukommen. Aber bevor er hereinkam, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich richtig hingesetzt und hat seine Oberschenkel bekleidet. Als Uthman radiallahu anhu rausgegangen ist, fragte Aisha den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Abu Bakr kam herein und Umar kam herein und du bliebst so liegen, wie du warst, in dieser Liegeposition. Aber als Uthman hereinkam, hast du dich richtig hingesetzt und deine Klamotten zurechtgemacht und ihn dann empfangen und man sah nichts von deinen Oberschenkeln. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ala astahyi min rajul tastahyi minhu al-malaika? Soll ich nicht mich vor einem Mann schämen, vor dem sich die Engel schämen? Allahu Akbar. Das ist der Scham von Uthman ibn Affan radiallahu anhu arda. Uthman war ein Mann voller Scham, liebe Geschwister. Und Scham ist eine Sache, die gehört zu unserer Religion. Oh Wallahi, viele Menschen haben diese tugendhafte Eigenschaft verloren. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er wurde beschrieben, seine Schamhaftigkeit war wie ein junges, jungfräuliches Mädchen, die hinter einer Wand ist. Subhanallah. So schamhaft war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bist du auch schamhaft, lieber Bruder und liebe Schwester? Ibn Abbas radiallahu anhu, schaut, wie schamhaft die Salaf waren, die tugendhaften Vorfahren von uns. Ibn Abbas radiallahu anhu, wenn er auf Toilette ging, dann hat er sich richtig vergewissert, ob diese Toilette zu ist oder nicht, denn an diesem Ort teilt er seine privaten Geschichten mit niemand anderem. Subhanallah. Aber schaut mal heutzutage, die Frau putzt sich die Zähne, der Mann macht sein Geschäft, kein Problem. Wir sehen, dass die Leute keine Scham mehr haben. Wir sehen, dass die Menschen eine Stufe erreicht haben, wo leider nichts von der Moral übrig geblieben ist. Schaut mal, subhanallah, Aisha radiallahu anha wa ardaha. Sie sagte, in der Zeit, wo Abu Bakr, mein Vater, und der Prophet, mein Ehemann, begraben wurden, und ihr wisst, wo wurden sie begraben? Im Haus von? Na? Von Aisha radiallahu anha, es war doch ihr Zimmer. Da wurden sie begraben. Subhanallah, sie sagte, als sie da begraben waren, pflegte ich in der Zeit immer leicht bekleidet zu laufen. Natürlich unter ihren eigenen vier Wänden. Sie lief immer leicht bekleidet. Aber als Omar dann dort begraben wurde, hat sie gesagt, sah man mich nie wieder in diesem Zimmer leicht bekleidet. Im Gegenteil, ich habe meine Kleidung sehr fest an mich gedrückt aus Schamhaftigkeit vor Omar. Aus Schamhaftigkeit vor Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Und subhanallah, wir sehen, wie heute unsere Frauen und auch unsere Männer herumlaufen. Möge Allah uns bewahren. Wallahi, wenn wir diese Schamhaftigkeit verloren haben, und es gehört zu den Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala, wenn wir diese Schamhaftigkeit verlieren, liebe Geschwister, was haben wir dann noch? Denn Scham gehört zur Religion. Schaut mal, was er über Hisham bin Ammar rahimullah ta'ala berichtet wurde. Muawiyah sagt, ich sah Hisham bin Ammar und wenn er durch die Straßen ging, so schaute er immer auf den Boden und er würde niemals seinen Kopf hochheben in Richtung Himmel aus Schamhaftigkeit vor Allah, dem Gewaltigen, dem Majestätischen. Subhanallah. Schaut, wie sie umgegangen sind in ihrem Leben. Sie wussten, vor wem sie Scham zeigen mussten, liebe Geschwister. Und Al-Humaydi sagt, Abu Bakr bin Maimun kam und klopfte an die Tür von Al-Humaydi und nahm an, dass man ihn erlaubt hat, reinzukommen. So begab er sich rein und er fand Al-Humaydi, der nicht wusste, dass jemand gerade drin ist, mit entblößtem Schenkel. Al-Humaydi war zu diesem Zeitpunkt mit entblößtem Schenkel. Er wusste nicht, dass jemand in seiner Wohnung war. So sagte Al-Humaydi und er fing dabei an zu weinen. Bei Allah, du hast gerade auf etwas geschaut. Niemand sah das mehr ab dem Zeitpunkt der Pubertät. Niemand sah das mehr ab dem Zeitpunkt der Pubertät. Und über was reden wir hier? Über seinen Oberschenkel. Und subhanallah, wir sehen heute Sachen, wir wussten gar nicht, dass das alles zum Körper gehört.
Schaut mal, in welcher Zeit wir sind, liebe Geschwister. Und Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagt, dass die tugendhaften Vorfahren sagten, wenn du im Verborgenen etwas tust, was du aber aus Schamhaftigkeit in der Öffentlichkeit unterlässt, dann wisse, du selber hast dir keine Bedeutung mehr zugemessen. Habt ihr dieses verstanden, liebe Geschwister? Du tust etwas im Privaten. Aber das, was du im Privaten tust, tust du nicht in der Öffentlichkeit. Dann wisse, keine Bedeutung liegt mehr auf deine Person. Zum Beispiel einer, er ist alleine und er macht etwas Schändliches. Würde er das in der Öffentlichkeit machen? Nein, diese Person hat keine Bedeutung mehr. Möge Allah Azza wa Jalla uns bewahren. Und Muhammad ibn Ahmad al-Ghumari, er weigerte sich einzuschlafen, wenn andere mit ihm waren. Warum? Wisst ihr, wovor er sich gefürchtet hat? Dass ein schlechter Geruch von ihm ausgeht, während er schläft. Er hatte Angst, mit anderen Worten zu pupen, dass jemand dieses gehört hat oder gerochen hat. Deswegen hat er es immer vorgezogen, alleine zu schlafen. Aber heute pupen die Leute um die Wette. Wer ist lauter und wer ist stinkiger und wer ist ekliger? Möge Allah Azza wa Jalla uns bewahren. Liebe Geschwister, Uthman ibn Affan radiallahu anh, er gehört zu den Paradiesbewohnern, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es bestätigt hat. Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anh, er berichtet. Einmal war er zu Hause, dann hat er Wudu gemacht und ist rausgegangen aus seinem Haus. Und er wollte an diesem Tag den Gesandten sallallahu alaihi wasallam begleiten und nur mit ihm den Tag verbringen. Also ging er zur Moschee und fragte nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und man sagte ihm, er ist in dieser Richtung gegangen. Dann ist Abu Musa sofort hinterhergegangen, er hat seinen Spuren gefolgt. Subhanallah, und so folgten sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam immer. Sie folgten ihm so, wie er auch diesen Weg bestritten hat. Er sagte Abu Musa al-Ash'ari, ich setzte mich dann an der Tür, bis der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sein Geschäft verrichtet hatte und sein Wudu vollzogen hatte. Dann ging ich zu ihm, als er am Brunnen saß. Und er hatte seine Kleidung bis zu den Knien hochgezogen und seine Füße im Brunnen waren baumelnd gewesen. Er hat sie hin und her bewegt im Brunnen, sallallahu alaihi wasallam. Dann begrüßte ich ihn und ich kehrte zurück, setzte mich an die Tür und sagte, heute werde ich der Türwächter vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein. Dann ging er zur Tür, er wollte bewachen, wer zum Propheten sallallahu alaihi wasallam hereinkam und wer nicht. Daraufhin kam bald wieder wer herein? Was denkt ihr? Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Er klopfte an die Tür und fragte, wer ist da? Da sagte Abu Bakr, ich bin das. Dann sagte Abu Musa al-Ash'ari, warte, ich werde den Propheten erstmal fragen, ob du hereinkommst. Und jeder wusste die Stellung von Abu Bakr. Aber schaut mal, subhanallah, diese Höflichkeit, liebe Geschwister. Deswegen, auch wenn man zu einer Person hingeht und diese Person weiß nicht, dass du auch mit dabei bist. Jetzt zum Beispiel, ihr wurdet eingeladen, eine Gruppe von 3-4 Mann. Dann geht ihr hin und ihr habt noch einen Mann dabei, okay? Der aber nicht eingeladen wurde bei dieser Person. Vielleicht hat euch einer zum Fastenbrechen eingeladen. Dann geht ihr hin und vor der Tür fragt ihr, ob die Person, die nicht eingeladen war, mit hereinkommen darf. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht. Einmal, als sie eingeladen waren und dann sah er eine weitere Person, er hat diese Person nicht eingehen lassen, bis er den Gastgeber gefragt hat, darf diese Person herein? Und erst als er dieses gestattet hatte, dann ist diese Person auch hereingekommen. Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anh, er war an der Tür, der Prophet sallallahu alaihi wasallam erlaubte ihn hereinzukommen und er sagte zu Abu Musa al-Ash'ari, sag ihm, i'zan lahu wa bashirhu bil Jannah. Erlaube ihm einzutreten und verkünde ihm das Paradies. Oh, was für ein schöner Eintritt. Ihr müsst euch mal vorstellen, du stehst an der Tür des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Du willst einfach ihn nur besuchen kommen, weil du ihn liebst und wie sehr du ihn liebst. Und du stehst an der Tür und erwartest, dass du ihn gleich sehen kannst. Aber bevor du ihn siehst, kriegst du die Botschaft, dass du im Paradies bist. Subhanallah. Und er kam herein, Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anh, als er diese Botschaft gehört hat, was hat er gemacht? Er hat sich zur Rechten gesetzt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte immer noch seine Füße baumeln
in diesem Brunnen. Er hat sich zu seiner Rechten gesetzt, hat ebenfalls seine Knie frei gemacht und hat, liebe Geschwister, genauso seine Füße in das Wasser getan wie der Prophet sallam. Und er machte keine andere Bewegung als der Prophet sallam. Subhanallah, schaut mal, diese Tibar, diese Befolgung, liebe Geschwister, wo wir heute Leute haben. Walayadu billah, einer sagt dir, ja, es ist nicht wichtig, dass du alles so machst, wie es dir vorgelebt wurde. Wer hat mehr Wissen als der Prophet, fragen wir ihn. Wenn er sagt, jemand besitzt mehr Wissen als er, reden wir weiter mit ihm? Wallahi nein. Weil diese Person, möge Allah Azza wa Jalla ihn recht leiten, denn wenn er so stirbt, hat er kein gutes Ende. Aber wenn er sagt, natürlich hat keiner mehr Wissen als der Prophet, natürlich weiß keiner, wie man Allah besser anbeten kann als den Propheten, warum suchst du dir dann jemand anderen als den Propheten Muhammad? Weil wir heute Leute haben, ja, das kann man aber auch so und so verstehen. Wenn mein logischer Verstand das nicht erlaubt, dann brauche ich diese Sache nicht anzunehmen. Ist so unsere Religion? Wallahi, unsere Religion ist so nicht, liebe Geschwister. Es kann sein, dass eine Sache für dich logisch ist, für den anderen nicht. Oder eine Sache ist für ihn logisch und für dich nicht. Aber ist unsere Religion so? Wir würden unsere Religion innerhalb von Sekunden verlieren, weil jeder seinen logischen Verstand als Maßstab einsetzen würde. Aber unsere Logik ist der Beweis. Deswegen sagen die Gelehrten, إِذَا صَحَّ النَّقْل سَلَّمَ الْعَقْل. Wenn der Beweis stimmt, unterwirft sich der Verstand. Das heißt, du nimmst es so an, wie der Beweis es dir sagt. Weil wie viele Sachen sind in der Geschichte passiert, die wir niemals verstehen werden. Liebe Geschwister, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi uns nicht von einem Wolf berichtet, der geredet hat? Verstehen wir das oder nicht? Wallahi nein. Aber wir nehmen es an. Ein Stein sagte zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi, als er Gesandter wurde, Assalamu alayka ya Nabiullah. Friede sei auf dir, o Prophet Allah. Verstehst du das? Wallahi, du verstehst das nicht. Aber wir wissen, es war genauso gewesen, wie uns berichtet wurde. Denn das ist die richtige Unterwerfung, dass du nicht nach deinem Verstand gehst, sondern einzig und alleine nach dem Beweis. Ali radiallahu anhu arda, er sagte, wenn, dann würden wir beim Masch die Fußsohlen bestreichen. Also von unten die Füße. Aber was bestreichen wir? Von oben. Schaut mal jetzt auch, die Logik. Das ist auch logisch. Warum? Weil wenn wir unter der Schuhsohle Masch machen, dieses bestreichen, was nehmen wir mit, wenn wir auf dem Teppich laufen? Den ganzen Dreck. Aber wenn wir das auf dem Spann bestreichen, dann nehmen wir keinen Dreck mit. Aber wann versteht man erst die Logik? Wenn man auch das Prinzip der Religion verstanden hat. Möge Allah Azza wa Jal uns Verständnis geben. Und dann kam Umar ibn al-Khattab radiallahu an rein, liebe Geschwister. Und auch sagte der Prophet Muhammad sallam zu Abu Musa al-Ash'ari, sag ihm, er darf hereinkommen und verkünde ihm das Paradies. Das heißt auch Umar ibn al-Khattab radiallahu an, ihm wurde auch das Paradies verkündet. Und dann kam Uthman ibn Affan. Da sagte der Prophet sallam, als Uthman an der Tür geklopft hat und Abu Musa gefragt hat, wer da ist, und Uthman sagte, ich bin es, da sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'zan lahu wa bashirhu bil jannah ala balwa tusiba. Erlaube ihm, hereinzutreten und verkünde ihm das Paradies und dass ihm ein Unglück treffen wird. Was war das Unglück? Er wurde getötet und starb als Shahid. Subhanallah. Und das war Jahre später gewesen. Das war in der Zeit vom Khalifat von Uthman ibn Affan. Das sind Beweise für das Prophetentum, liebe Geschwister, damit wir auch verstehen, dass dieser Prophet nicht aus seinen Gelüsten spricht, sondern er spricht aus Offenbarung. Subhanallah, so wäre die Sache gewesen. Einmal kamen die Sahaba radiallahu anhum zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um ihm die Bay'ah zu geben, das heißt, den Treueeid zu schwören. Und das ist in unserer Religion eine gewaltige Sache, liebe Geschwister. Denn wenn man den Treueeid schwört, dann hat man Regeln, die man sich unterworfen hat zu diesem Zeitpunkt. Du kannst nicht die Bay'ah schwören und danach tun, was du willst. Die Sahaba radiallahu anhum, sie kamen einzeln nacheinander zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und haben ihm die Bay'ah geschworen. Uthman radiallahu anhu war an diesem Tag nicht da. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte ihn zuvor nach Mekka geschickt.
Und der Prophet sallam hat Uthman nicht vorgefunden, aber alle haben ihm die Bay'ah geschworen. Wisst ihr, was der Prophet Muhammad sallam dann gemacht hat? Er sagte, hadihi yadu Uthman, das ist die Hand von Uthman. Fadaraba biha ala yadihi faqal hadihi li Uthman. Dann nahm er seine rechte Hand und tat sie in seiner linken und sagte, Uthman hat mir die Bay'ah gegeben. Allahu Akbar. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er übernahm die Bay'ah für Uthman radiallahu an, und Anas radiallahu an sagte, Wallahi, diese Bay'ah, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam für Uthman die Bay'ah gemacht hat, ist tausendmal besser, als dass jeder einzelne Sahabi für sich die Bay'ah gemacht hat. Schaut mal, subhanallah, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er wusste um die Stellung von Uthman radiallahu anhu arda. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat eine Armee gerüstet gegen einen gewaltigen Feind. Und dieser Feind war Heraklius, liebe Geschwister. Er hatte ebenfalls eine gigantische Armee. Und er wollte in die Stadt Medina kommen, um die Muslime zu bekämpfen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat alles an Mitteln gebraucht, um gegen diese Armee kämpfen zu können. Jeder Dirham war nötig gewesen. Jeder Dirham an diesem Tag konnte den Sieg bedeuten. Subhanallah, dann kam Uthman radiallahu an. Ja'a Uthman ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi alfi dinar. Er kam mit 1000 Dinar an diesem Tag. Wisst ihr, dass das ein gewaltiges Vermögen war? Er kam mit diesem Geld, liebe Geschwister, und so wie es heißt, faqala Abdurrahman, فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. So sah er Abdurrahman, nachdem Uthman das Geld gebracht hat. Abdurrahman sah den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie er dieses viele Geld betrachtet hat und es umgedreht hat, und er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was kann Uthman noch nach diesem Tag schaffen? Was kann Uthman radiallahu an nach diesem Tag noch schaden? Das heißt, welche gewaltige Tat hat er hier gemacht? Nichts kann Uthman mehr schaden nach dieser Tat. Und wisst ihr, wie viel Geld das war? Sie waren bereit, ihr Vermögen herzugeben, nur für den Einsatz der Religion, liebe Geschwister. Und einmal kam der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach Medina. Und er hat kein Wasser mehr vorgefunden. Aber er brauchte Wasser. Ohne Wasser kann man nicht leben. Dann sagte er, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich wünschte mir, jemand würde diesen Brunnen Birruma kaufen. Der hieß so, der Brunnen Roma. Ich wünschte mir, jemand würde ihn kaufen. Dieser Brunnen gehörte einem Juden. Und dieser Jude, liebe Geschwister, er wollte ihn um keinen Preis hergeben. Der Brunnen war tief in seinem Besitz gewesen. Dann ging Uthman, nachdem er gehört hat, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der diesen Brunnen kauft, so wird er eine bessere Quelle sein, dieser Brunnen, als ein Brunnen in Jannah. So wird dieser Brunnen, den er kauft, eine bessere Quelle sein, als ein Brunnen in Jannah. Als Uthman radiallahu anhu das gehört hat, er war außer sich. Er hat alles versucht, diesen Brunnen zu kaufen, und so ging er umher und fing an, mit den Juden zu verhandeln. Der Jude war nicht bereit, bis nach einiger Zeit, da hat er Uthman ihn davon überzeugt, dass er die Hälfte des Brunnen besitzt und der Jude die andere Hälfte des Brunnen besitzt. Da sagte der Jude, wie sollen wir das machen? Uthman sagte ihm, an einem Tag gehört er mir, am nächsten Tag gehört er mir. Und er zahlte 10.000 Dirham dafür. 10.000! Bei der Schlacht hat er schon 1.000 gegeben. Und das war ein Vermögen, liebe Geschwister. Uthman war kein Dirham zu schade, dieses zu erkaufen. Denn diese Worte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren tief in seinem Herzen verwurzelt. Und subhanallah, schaut mal, wie die Sache war. Die Muslime kamen dann, als der Tag von Uthman war, an dem er den Brunnen besaß. Sie haben so viel Wasser geschöpft, dass es für sie für 2 Tage reichte, sodass niemand mehr beim Juden einkauft. Sie haben immer für 2 Tage Wasser geschöpft. Und der Jude sah nach einiger Zeit, ich habe nichts von diesem Brunnen. Also ging er zu Uthman und hat ihn selber unterbreitet. Hier, nimm diesen ganzen Brunnen. Und er zahlte nochmal 8.000 Dirham Uthman ibn Affan radiallahu an. Und so hat er diese Quelle gekauft. Und die Muslime konnten daraus Wasser schöpfen. Wow.
Allahu Akbar. Schaut mal, wie diese tugendhaften Gefährten gewesen sind, liebe Geschwister. Einer von uns heute hat ein Problem, 1 Euro zu spenden. Wenn er 1 Euro spendet, der kann 3 Tage nicht schlafen. Und so könnt ihr aufrechnen. Wenn er 3 Euro spendet, dann kann er 6 Tage nicht schlafen. Und so weiter und so fort. Subhanallah. Warum? Weil die Sahaba, radiallahu anhum, sie waren anders als wir. Sie wussten ganz genau, wenn ich etwas spende, dann wird Allah es mir wieder zurückgeben. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasana, fayudha'ifhu adha'afan kathira. Und wer ist es von euch, der Allah ein Darlehen geben will? Was ist ein Darlehen? Eine Sadaqa. So dass Allah dieses um Vielfaches erhöht, diese Sadaqa. Subhanallah. Das heißt, liebe Geschwister, um es genau zu verstehen, wie die Tafsir-Gelehrten sagen, wenn du eine Spende machst, dann spendest du das Geld, nehmen wir an 1000 Euro. Allah wird dir diese 1000 Euro zurückgeben. Und noch mehr, nicht nur diese 1000 Euro zurückgeben, Allah schreibt dir das als Lohn. Mit anderen Worten, was verlierst du? Du kriegst das Geld zurück und Allah schreibt dir das als Lohn. Und vielleicht ist diese Sadaqa der Grund, warum du in das Paradies hereinkommst. Denn Ali ibn Hussein radiallahu anhu wa rahimullah ta'ala, er sagte, eine Sadaqa für Allah löscht den Zorn Allahs dir gegenüber. Und wer von uns weiß, ob Allah azza wa jalla auf ihn zornig ist oder nicht? Liebe Geschwister, wallahi, manchmal sprichst du ein Wort, dem du keine Bedeutung zumisst, aber daraufhin ist Allah zornig auf dich. Wie wirst du den Zorn Allah subhanahu wa ta'ala mindern? Und niemand weiß, wie es um uns steht. Möge Allah Azza wa Jal uns recht leiten. Liebe Geschwister, Uthman ibn Affan radiallahu anhu, er war bekannt als ein Tugendhafter. Und nicht umsonst hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn auch 2 von seinen Töchtern zur Frau gegeben. Und subhanallah, so wie es immer ist, so wie die Gläubigen immer eine Prüfung erfahren müssen, durch die eigenen Leute. Es kamen Leute, die haben Uthman ibn Affan in seinem eigenen Haus getötet. Und Uthman war nicht bereit, sie zu töten, denn er wollte nicht, dass schmutziges Blut an seinen Händen klebt. Und er hat zuvor von den Muslimen versprochen bekommen, wenn du willst, beschützen wir dein Leben und wir schicken dir eine gewaltige Armee. Aber er wollte dieses nicht, denn er wollte nicht, liebe Geschwister, Blut vergießen im Namen des Islam. Und so haben sie ihn getötet in seinem eigenen Haus. Und subhanallah, das Blut, was aus Uthmans gesegnetem Körper herausschoss, ging genau auf das Mus'haf, auf den Koran. Und dafür hat er gelebt. Und Allah gibt jedem ein Ende, so wie er es verdient. Und wallahi, wir lernen aus dieser Geschichte, dass wenn dein Leben, dein gesamtes Leben, für die Zufriedenheit Allahs eingesetzt wird, dass du immer versuchst zu tun, was Allah von dir will, dass du immer versuchst, Allah subhanahu wa ta'ala gehorsam zu sein. Und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, so schau, wie dein Ende ist. Und schau, wie das Ende vieler Menschen ist. Uthman ibn Affan wurde in seinem Haus getötet. Und er starb als Märtyrer, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das vorausgesagt hat. Ali ibn Abi Talib radiallahu an wurde getötet. Er starb als Märtyrer. Und dieses ist eine große Gnade für ihn. Und auch Umar ibn Khattab radiallahu anhu wurde niedergestochen. Er starb als Märtyrer. Und die Geschichte der Sahaba ist lang, wie viele doch gestorben sind für Allah subhanahu wa ta'ala und nicht für ihre eigenen Gelüste. Und sie haben ihr gesamtes Leben nach der Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala gerichtet. Aber es muss so kommen. Wenn du gläubig bist, dann versucht man dich zu töten. Das ist ein Gesetz, was Allah Azza wa Jal uns so geschrieben hat. Das ist die Sunna, liebe Geschwister. Allah prüft uns damit, ob wir bereit sind, einen geraden Weg zu gehen, unabhängig davon, ob den Leuten dieses gefällt oder nicht. Und wisse, lieber Diener und liebe Dienerin, den Weg, den du gehst, niemand außer den Gläubigen wird mit diesem Weg zufrieden sein. Im Gegenteil, sogar deine eigenen Leute werden dich bekämpfen. Aber zum Schluss solltest du wissen, gibt es ein Paradies
und ein Höllenfeuer. Begehrst du das Paradies, dann wird dich nicht interessieren, was die Menschen denken. Aber wenn du etwas anderes begehrst als das Paradies, wallahi, dann lebst du nach der Meinung von X und morgen nach der Meinung von Y und zudem werden sie immer noch nicht mit dir zufrieden sein und du bist den Weg der Höllenbewohner gegangen und wirst in dieses hereingeworfen am Tage der Auferstehung. Möge Allah Azza wa Jal uns recht leiten und uns zum Guten führen. Möge Allah Azza wa Jal uns den tugendhaften Vorfahren Abu Bakr, Umar, Uthman ibn Affan und Ali ibn Abi Talib und den gesamten Sahaba nachfolgen lassen. Möge Allah Azza wa Jal uns ein geehrtes Ende geben. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'u bi ihsanin ila yawmiddin.